Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCity Build-It. Ja, ich werde nicht viel um den heißen Brei herumreden. Wir haben hier noch eine Aufgabe, ja, der Wettbewerb ist in 10 Minuten vorbei. Ich muss noch 19.000 Simoleons sammeln, um nicht hier die 25 Simcash-Marke zu bekommen. Ich habe mir ganz schön viel Mühe gegeben, hat trotzdem nicht gereicht. Wenn wir jetzt noch ein paar Punkte holen, nämlich das hier, dann werden wir es schaffen. Das braucht natürlich aber auch einiges. Deshalb sammeln wir erstmal das hier alles ein. Und hier hinten ist auch noch unverkauftes Zeug. Hier haben wir schon 16.000. Das ist sehr schön. Oh, wir haben direkt die Aufgabe geschafft. Das ist toll. Ja, ihr seht, ich laufe momentan nur auf goldene Tickets. Ich habe 9 von 15 schon benutzt. Und ich habe es noch geschafft. Also ich habe jetzt hier den mittleren Preis. Allerdings fehlt nicht viel zwischen New 308 und mir. Vielleicht schaffen wir noch irgendeine Sache. Aber ich glaube mal nicht. Es war sehr schwer, muss ich sagen. Ja, ich habe aber daraus gelernt. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich habe viel zu oft viel zu kleine Aufgaben gemacht. Das läuft hier noch. Plötzlich brauche ich das aber auch nicht mehr. Ich bin jetzt schon Level 32. Ich habe hier Anzüge, die hergestellt werden sollen. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Trotzdem wird hier in Massen produziert. Und hier bräuchte ich noch ein Maßband. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich hoffe es. Ich werde jetzt trotzdem hier noch ein bisschen Geld sammeln, es euch ein bisschen zeigen. Nein, danke. Außerdem habe ich hier noch einen Erfolg. 35 Erweiterungen in der Spielkarte habe ich geschafft. In einer Aufgabe musste ich hier halt den Bergbereich erweitern. Und das war dann die 35. Erweiterung. Ja. Also ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, ich muss viel mehr Aufgaben nehmen, die mehr Punkte bringen. Ihr seht, der erste Platz, 108.000 Punkte, so. Ich habe gerade mal 64.000 und ich habe es nur ganz knapp geschafft. Das endet auch in 7 Minuten, hoffentlich macht Neo 308 jetzt keine Punkte mehr. Ja, hoffentlich. Hier haben wir auch schon einiges freigeschaltet. Hier habe ich 7x Disco Twister bekommen. Es hat mir nicht geholfen, es zu verbessern. Man kann es ja verbessern. Hier beim Boot mal hinklicken. Hier Disco Twister 7 von 15. Ich habe das Monster nicht angegriffen, weil es nicht von dem Disaster, von dem Disco Twister angegriffen werden kann. Ja, ansonsten kann ich hier nichts machen, Lager ist voll. Ansonsten ist eigentlich nichts los. Ich habe jetzt eine ganze Woche durchgerusht, versucht so viele Punkte wie möglich zu holen. Und das hier ist das Ergebnis. Ich habe es nur knapp geschafft in die 500er Marke. Das bedeutet aber, wir werden auf jeden Fall einen von diesem Maxis Herrenhaus bauen können. Hier, Maxis Herrenhaus. 1000 Simcash. Ich habe gerade mal 850. Das heißt, mit diesen 500 mehr werden wir es auf jeden Fall machen können. Und ja, das war es eigentlich schon.
Ich wollte einfach schnell die Aufnahme starten, weil das jetzt gleich vorbei ist und ich hier halt noch was ausbauen will. Hier kann ich auch noch einen Kleber machen. Hier aber dann kein Maßband. Egal, lassen wir es so. Und sammeln jetzt den Rest der Zeit ein bisschen Geld. Mit Hilfe von den neuen Anzügen. Die sind ziemlich cool, muss ich sagen. Die sind echt viel wert. Und kosten gar nicht mehr so viel. Man könnte es sagen. Sie sind so eine Mischung zwischen Hut und Schuhen. Wegen Kleber und Maßband. Und beide brauchen halt Stoff. Trotzdem sind die ziemlich viel wert. Die dauern auch normalerweise 3 Stunden. Das ist ziemlich viel. Bei Gewerbegebäude, da können wir was verbessern. Hat eine ganze Menge gekostet. Und bei Omega, ich habe jetzt halt schon eine Weile gesammelt. Ich kann jetzt entweder hier das Lager erhöhen, was wir schon mal gemacht haben. Oder ich kann die Kapazität der Bank erhöhen. Es liegt hier an diesen Mäusen da oder diese Robokatze, Robopet. Beide brauchen das. Ich würde tatsächlich sagen, das Omega-Lager. Wir können ja mal kurz gucken, hier ControlNet. 15.000 braucht das, aber auch 8 Omega-Wohngebäude. Es braucht schon 16. Das könnte ich auch mir kaufen. Ja, also ich brauche die Bank momentan nicht. Ich habe auch schon extrem viel Geld. Also verbessern wir einfach mal die Kapazität vom Omega-Lager. Jetzt können wir das auch einsammeln. Leider nur ein Omega 1. Nichts Besonderes. Noch ein Robopad, schön. Schuhe und Leitern, das können wir ja dann gleich verkaufen. Hier starten wir gleich noch eins. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass der Wettbewerb endlich vorbei ist. Es war eine anstrengende Woche. Eine sehr anstrengende Woche. 3 Minuten läuft das noch. Beim Grünteil, da habe ich jetzt auch etwas freigeschaltet, nämlich was mich ziemlich nervt. Ihr seht, es ist wieder komplett rot. Feuerwehr und Polizeiwachen brauche ich. Ja, Feuerwehr habe ich schon gebaut. Die ist genau da. Aber für Polizei reicht es noch nicht. Ihr seht das, 65.000. Und ich müsste das genau dahin platzieren. Nee, hier. Dafür würde ich jetzt auch mal Geld sammeln. Und ja. Dafür verkaufen wir ja die Anzüge. Anzug dauert noch ein bisschen. Der Kleber wird aber gleich fertig. Das heißt, danach können wir noch einen Anzug herstellen. Die sind halt wirklich ziemlich viel wert. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Ein Anzug, den habe ich gerade schon eingesammelt. Irgendwo hier. Ein Anzug allein ist 1170 wert. Das ist eine ganze Menge, finde ich. Und ist eigentlich ein ziemlich schneller Weg, um Geld zu verdienen, zumindest wenn man diese Tempomarken hat. Ich habe jetzt gar keine Geparden-Tempomarke mehr. Aber wir werden ja gleich welche bekommen, hier durch den Pass, der übrigens in einer Minute vorbei ist. Hier kriegen wir 5, das ist sehr wenig, ich weiß. Da würden wir, in der Metropolis-Liga würden wir an erster Stelle 10 Stück bekommen. Aber halt keine 500 Simcash.
Der Kleber ist fertig, das heißt, wir machen hier noch einen Anzug rein, damit wir auch den Boost ganz gut nutzen können. Das hier ist schon fast fertig, das ist doof, weil ich habe gerade so meine letzten paar Marken, die ich da habe, reingepfeffert. Um das fertig zu machen, jetzt brauche ich es plötzlich nicht mehr. Also nicht mehr wirklich. So, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Bis hier ist alles in Ordnung. Haben wir hier wieder 3, 2, 2. Das hier ist natürlich doof. Hier müsste nämlich nochmal einmal Chemikalien rein. Aber ansonsten ist alles in Ordnung jetzt. Ich kann ja mal hier gucken, ob ich irgendwas noch kaufen kann. Ah, eine Gepan-Tempomarke für 4.800. Ich würde sagen, nee. Ich meine, ich krieg das sofort wieder rein. Ich brauche es eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür ich das gebrauchen könnte. Aber nee, machen wir nicht. Oh, Wettkampf abgeschlossen. Schön, 50 Diamantschlüssel. 500 Simcash und 5 Geparden-Tempomarken. Ja, beanspruchen wir das mal. Und da ist es. Wir sind immer noch in Megalopolis-Liga. Wir haben es gerade so geschafft. Wir haben Neo 308 abgewürgt. Auf den 7. Platz. Sehr schön. Übrigens, den Pass hier habe ich komplett fertig. Ich habe jetzt auch Schwansee. Ich habe 40 Simcash bekommen. Und hier mit dem goldenen Schlüssel, das war ein bisschen merkwürdig. Ich habe etwas gefunden, was eigentlich nicht sein dürfte. Hier hatte ich eine Aufgabe, 5 goldene Schlüssel sammeln. Was habe ich gemacht? Ich bin hier reingegangen und habe 5 goldene Schlüssel gesammelt. Ich habe damit Punkte bekommen. Dadurch, dass ich eine Belohnung eingesammelt habe, wofür ich Punkte gesammelt habe. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich habe Punkte gesammelt, die goldenen Schlüssel bekommen und habe aus diesen goldenen Schlüsseln noch mehr Punkte geholt. Na egal, genug Getratsche, bauen wir unser Maxis Herrenhaus. So, wo kommt denn das hin? Wo würde das hinkommen? Ich glaube hier. Ja. Oh, das reicht dann aber nicht ganz hierfür mehr. Moment, das muss ich mal kurz überprüfen. Ja, das würde die ganze Reihe nicht mehr reichen. Wenn ich es hier hinbauen würde, dann würde es da nicht mehr reichen. Egal, wir bauen es trotzdem. Wir reißen jetzt die Sachen hier alle ab. Aber vorher noch. Noch eine Sache. Ja, ich glaube, das wird überdeckt. Gut, dann reißen wir die ganzen Sachen ab. Leider kann man die nicht einpacken. Ist jetzt ein bisschen Geldverschwendung. So. Es brennt jetzt überall. Und ja. Ist alles ganz schlimm, ich weiß. Ich glaube, wir setzen das so. Aber Moment, wir können das noch eins nach oben setzen. Danach können wir auch die Straße umbauen. Abreißen natürlich. Sehr schön. Wir haben jetzt hier ein riesengroßes Feld einfach abgedeckt. Reißen wir die Straße ab. Also wir bauen heute komplett um. Dank Maxis Herrenhaus. Oha. Ein Superheld kann nicht die ganze Zeit nur neue Kostüme ausprobieren. Mit diesen Spezialobjekten werde ich wieder aktiv. Verkauft er mir das oder verkaufe ich ihm das? 1400, das ist echt wenig.
Ich mach's mal. Ich kaufe das tatsächlich für einen echt niedrigen Preis, muss ich mal sagen. Das mag ich. Dann können wir hier, Moment, bei Bildung. War das bei Bildung? Ah nee, das war hier oben. Hier oben war das verschoben. Egal, ziehen wir ein paar Häuser hier noch weiter ins Stadtzentrum rein, damit wir ein bisschen mehr Bewohner bekommen. Wir haben heute einen Großumbau und ich würde heute sogar noch ein Luxuscasino bauen, weil wir dazu die benötigten goldenen Schlüssel haben. So, die hier würde ich auch verschieben. Das sind ziemlich große Gebäude, aber sind ziemlich weit weg. Einfach hier reinziehen. Mehr Bewohner heißt mehr Steuern. So, ziehen wir das noch hin. Und ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so. Oh, wir haben Probleme mit den Straßen. Verbessern wir das einfach mal. Ich würde sagen, dieses kleine Stück ist jetzt auch nicht besonders schlimm. Verbessern wir einfach alles. Nein, das nicht. Moment. Ich will das. Komm schon. Das da, ja. Kann ich das nochmal verbessern? Ja, kann ich. Dieses kleine Stück noch. So sieht es doch schon besser aus. Ordentlicher ist es auf jeden Fall. Nein, danke. Habe ich eh nicht. So, kümmern wir uns darum. Ich habe übrigens bemerkt, die Omega-Gebäude hier, die brauchen das gar nicht. Deshalb würde ich die doch wieder nach draußen schieben. Also hierhin. Und die anderen Gebäude dann reinbringen. Hier, die brauchen das einfach nicht. Die sind nicht rot markiert. Die müssen nicht in dem Bereich drin sein. So, dann verbinden wir das hier noch. Und. Nein. ControlNet. Hier rein. Sehr schön. Hier habe ich übrigens noch ein weiteres Pariser Gebäude gebaut. Wegen der Aufgabe. Die anderen Gebäude zu verbessern, ist echt schwer. Wir brauchen immer mehr Spezialobjekte. Ja, ich würde das hier lassen. Einfach hier lassen. So machen wir das. Und das bleibt auch hier. Das packen wir dann hier hin. So, jetzt ist alles versorgt. Sehr schön. Maxis Herrenhaus hat natürlich auch ein bisschen weniger an Bereich. Ihr seht hier diese kleine Ecke. Aber es lohnt sich einfach. Ich meine, wie kann man dieses kleine Häuschen mit diesem großen Block hier vergleichen? Also es ist einfach gigantisch. Und deshalb ist es auch so teuer. Hier ist noch ein Anzug fertig. Den würden wir auch gleich, können wir gleich verkaufen.
Anzug, 2 Stück, maximal. Reicht leider noch nicht für die Polizeistation im Grüntal. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten und sehen. Gucken wir uns mal kurz die Overlays an. Das sieht gut aus. Hier ist auch ein Großteil abgedeckt. Oh, Bildung. Bildung ist immer ganz doll im Eimer. Ja, ich würde diese sogar noch gleich verschieben, die Häuser. Transportmittel ist einfach nur sehr schön. Strand, ja, ist okay. Unterhaltung. Haben wir einige Hotels hier? Ich würde allerdings gerne dieses Hotel hier nach unten verschieben. Genau dahin. Weil es einfach mehr Bewohner einbringt. Berg, was sieht Berg aus? Ja, ist jetzt nicht besonders viel an Gebäuden da. So, Glücksspiel. Glücksspiel maxen wir erstmal komplett aus. Luxuscasino, genau da in die Lücke. 10 goldene Schlüssel kostet das. Oh, und ich habe einen goldenen Schlüssel zu wenig für das nächste Luxuscasino. Ist natürlich doof. Aber dieses Haus können wir da gleich schon wegschieben. Das stört nämlich dann fürs nächste. Und die hier verschieben wir auch noch. Heute ist eine große Umbauaktion hier. Alle Gebäude hierhin bewegen. So, und das hier noch würde ich als letztes machen. Hier rein, damit alle Lücken wieder gefüllt sind. So, Glücksspiel haben wir jetzt. Extrem viele Bewohner. Und Wahrzeichen haben wir noch gar nichts. Ja. Arc de Triomphe könnten wir bauen. Brauchen wir auch für eine Aufgabe. Aber erstmal noch nicht. Allerdings nervt mich jetzt dieser eine goldene Schlüssel. Können wir da irgendwas ändern? Nein, noch nicht. Schade. Jetzt wird der Stoff. Okay. Hier haben wir noch 2-mal. Aber das Stadtlager ist voll. Das Stadtlager ist voll, da müssen wir es entleeren. Ja, hier war ja noch die Leiter. Die Maßbänder lasse ich erstmal drin. Und ja, hier die Flipflops oder was auch immer die sind. Wir können ja mal gucken, wie weit das ist. Nicht sehr weit. Auch nicht sehr weit. Gar nicht weit. Auch nicht. So, dann könnten wir das. Gratis Werbung in 10 Sekunden. Dann können wir das auch noch gleich als Werbung anbieten. Und ja, dann ist die Folge eigentlich auch schon vorbei. Schon ein bisschen länger jetzt die Folge. Das dauert noch. Das dauert noch länger. Ist schon fertig. Ist natürlich nicht schön. Wie ändern wir das?
damit. Stellen wir einfach zwei davon her. Verdienen Geld und nutzen den Bonus komplett aus. So, Bohrmaschinen, hier. Zwei Stück, so viel wert wie ein Anzug. Stellt euch das mal vor. Ja, Leute, ich glaube, das war's mit der Folge. Wir haben den Pass endlich geschafft, den Bürgermeister-Wettbewerb. Wir haben 500 Simcash bekommen, einiges an Diamantschlüsseln. Wir haben unsere Stadt extrem umgebaut, jetzt hier mit Maxis Herrenhaus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.